Hallo, liebe Aufrufer der Lichtgeschwindigkeit hier am Dienstag, den 30. August 2011, aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als Zeitungsgrundlage und den Echtzeitnachrichten aus dem Fernsehen und dem Internet. Hier in Florenz, in der Toskana, mein kurzer Kommentar zur Lage. Das Hauptthema ist doch auf die Europolitik gerichtet. Und hier der Leitartikler, Kommentator jedenfalls, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Altenbockum, der stellt hier gegenüber die Zielsetzung der bayerischen CSU, die sozusagen regionalisierte Entscheidungs- und Verantwortungslagen statt zentralisierter Brüssel-Entscheidungen haben will. Also jeder, der Schulden macht, soll dafür zur Verantwortung gezogen werden. Insbesondere auch die sogenannten Eurobonds, die dann doch eine Art Umschuldungssituation, also jemand macht Schulden und die anderen sollen dafür bezahlen. Die Euro-Zentralbank rückt damit aus ihrer Pflichtaufgabe für Liquidität und Stabilität des Euros zu sorgen hinaus und kümmert sich dann also um quasi vorgetäuschtes Wachstum, Luftgeld und Beschäftigungspolitik, was nicht Aufgabe der Euro-Zentralbank ist. Das ist auch das Problem der Fettbank in Amerika, die sich damit selbst überfordert und letztlich die ganze Sache an der Schuldengrenze inzwischen ja durch die unbezahlbaren Zinsen die Grenze erreicht hat. Dann ist aber hier ein großer Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute, da heißt es, CSU-Präsidium unterstützt Merkels europapolitischen Kurs. Da scheint also CSU-Präsidium und bayerische Seehofer Ansagen voneinander abzuweichen. Mir persönlich ist das aber hier egal. Weiteres Thema ist dann, NATO muss Druck auf Gaddafi aufrechterhalten. Und da ist das, was ich ja schon vor längerer Zeit gesagt habe, dies ist jetzt das, was wir Toskana nennen. Blick in die Toskana. Der Gaddafi hat seinen Plan B laufen, der ist gar nicht mehr da. Der wird sich da auch nicht einfangen lassen, sondern der wird aus dem Off immer wieder sozusagen so eine Art intelligenterer Bin Laden Libyen-Politik versuchen, und es sind eben viele Stämme in Libyen, die auf der Seite Gaddafi sind und keinesfalls auf der Seite der NATO. Und das wird also jetzt hier ein Geschicklichkeitsspiel, und so gesehen ist dann die Situation, die der deutsche Außenminister Guido Westerwelle angesagt hat, ja gar nicht verkehrt, denn man muss mit Leuten reden und anders wird das hier auch nicht gehen. Und diese Geschichte jetzt zu nehmen, um die Bundesregierungskoalition über das Kippen des Westerwelles dann zu einer Art Kippen der Merkel-Regierung zu kommen, das finde ich nicht nur scheinheilig, sondern ungeeignet. Der springende Punkt ist doch, dass der Bundesfinanzminister Schäuble hier finanzpolitische Europaentscheidungen machen will, ohne Parlament, ohne Bürgerbeteiligung, ohne allgemeine Zustimmung, so etwas im Hinterzimmer über den Tisch zu ziehen. Das ist der Punkt, weshalb hier die Blockparteien insgesamt die Legitimation in Deutschland Politik zu gestalten verloren haben, weshalb sie auch bei den Wahlen immer mehr verlieren werden, weshalb sozusagen Basisdemokratie und direkte Demokratie, wie die Piraten sie auch ausrufen und versuchen zu praktizieren, mehr der Zukunft gehört als dieses Abkoppeln der politischen Verantwortung von den Bürgern. Und hier ist also was man wirklich klassisch Blick in die Toskana bin. Ich bin am Ende des Giardino Boboli, des Palazzo Pitti in Florenz. Und dies ist jetzt hier Ante Muro, außerhalb der Mauer. Da unten ist eine Mauer, das grenzt das ab. Während man hier drin viel Eintrittsgeld bezahlen muss. Dieses sind noch bewirtschaftete Olivenbäume. Teilweise sind sie wirklich schon sehr alt, aber sie sind gepflegt. Das heißt, da wird immer noch regelmäßig geerntet. Oliven in der Toskana, in Florenz. So schön sieht das hier aus. Und hier ist ein kleiner abschließender Raum, in dem ein Porzellanmuseum ist, und oben auf dem Dach stehen die Terrakotta-Figuren, die ganz lebendig sind. Gänsehaut. Rücksichtsvoll manchmal Leute sein können, das ist ja total sympathisch. So, da ist das Tor zum Garten Boboli, und ich gehe jetzt nochmal hier kurz, dass man da einen zentralen Blick runterwerfen kann. Das ist hier
hier nicht axial angelegt, dieser Garten. Und insofern ist so eine Mischung zwischen einem barocken Garten und einer Naturgartenanlage. Allerdings immer mit Blickpunkten und dann Plätzen, Treppen und Brunnenanlagen. Wunderschön. Wer keine passenden Schuhe hat, macht sich hier die Schuhe kaputt. Hier ist mein Abschiedsbild. Und da ist die Treppe mit einem Brunnen ohne Wasser. Und hier ist der Himmel über Florenz in Italien. Trenta agosto, mercoledì 2011.